Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Bioshock Infinite mit mir, dem Partizan LP. Und wir sind jetzt im Comstock Haus, kommen hier auch nicht mehr raus. Sie sieht entschlossen aus und wir streiten nach vorne. Jetzt geht es nämlich hier rauf, zur Brücke zu Comstock Haus. Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Ach du Scheiße. Oh. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Ich wollte nur abhauen jetzt. Oh oh. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das darf doch nicht wahr sein. Elisabeth! Ich muss sie einholen. Ach du Scheiße. So, aber jetzt. Huhuhu. Ich hoffe, hinter mir bricht nicht alles weg. Ich lasse nicht zu, dass du sie holst, hörst du? Gewildertes Scheißvieh! Ich lasse nicht zu! Und alles ist weiß. Okay, es schneit. Okay. Schnee? Es ist Juli. Ach du Scheiß, was passiert denn hier? Kannst du mich hören? Der Riss ist weg. Bring sie nicht wieder in den Ritter. Bitte, bitte. Nein. Ist das? Manche träumen vom Mammon. Was zum Teufel? Manche träumen von Liebe. Mein Vater träumte von einer Flut aus Feuer. Fornicator, Pazifist, wir machten ein Sodom Anarchist. Warum sollten wir gerettet werden? Sind wieder irgendwo oben? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Nein. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach: Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Wo geht's denn hier weiter? Ah, da rechts geht's rauf. Wo sind wir hier? Was haben sie mit mir vor? Alter, was machen die? No Sinn. Oh, ich glaube, das ist ein Gegner. Ich glaube, das kenne ich schon. Ein wenig vom, also nicht, wohuhu, sah ich doch. Sag ich doch. Und da ist natürlich keine Mühle irgendwo. Alter, was muss ich gegen die machen? Okay, die sind mal nicht besiegbar.
Oder doch? Hau ab von mir. Oh. Die sind alle leer. Alle leer, alle leer. Ich dachte, die konnte ich nicht besiegen. Oh yeah. Was ist das? Ich muss fast jetzt mit der Pistole rumrennen. Da habe ich auch mal genug Muni, aber... Liegt da sonst noch wo irgendwo vielleicht was rum? Salze würde ich sofort aufnehmen. Aber da liegt nichts. Hm, doch, hier. So. Verdammt, ich muss irgendwie da rein. Hoffentlich muss ich nicht bis ganz zum Direktor hoch, um reinzukommen. Ah. Okay. Hören Sie. Ich will nur zu dem Mädchen. Wer waren diese? Spielt keine Rolle. Ich muss ins Büro des Direktors. Wo geht's zum Büro des Direktors? Dazu ist es jetzt zu spät. Dein Vater hat dir ein schönes Zuhause geschenkt. Okay, dann nehmen wir doch das Lebenspäckchen natürlich. Er macht mir ein bisschen Sorgen. Ah, der Junge. So, wieder volle Gesundheit. Munition fehlt mir halt. Das hören wir uns an, bevor wir fahren. Ich nehme an, der Siphon ist eine Art Leine. Ja, mein Vater hat sie mir angelegt. Aber als die Zeit kam, habe ich sie nicht einmal selbst abgenommen. Was, wenn ich die Leine abnehme und dann herausfände, dass ich so gefügig bin wie eh und je? Nein, das bist du nicht. Das bist du nicht. Jetzt geht's rauf. Rauf, rauf, rauf. In den Himmel. Wir sind ja schon im Himmel, aber es geht noch weiter rauf. Where we sleep. Stirb doch. Wie mein Vater konnte ich alles sehen, was sein würde, sein könnte. Haut doch alle ab von mir. Scheiße. Ist der irgendwo leben? Alter, ich brauch Leben ganz, ganz dringend. Nein, nicht nachladen! Okay, da ist mal Salz. Und wo ist ein Medikit oder so? Das wäre mal fair, finde ich. Im vorletzten Part ist mir etwas weggeschnitten in der Bank, nämlich. Das tut mir leid, aber weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber es waren nur 2 Minuten. Ich bin durch die erste Halle gegangen. Und da waren natürlich schon Gegner. Da ist Muni fürs Maschinengewehr. Okay, Salz brauche ich momentan nicht. Und da nehmen wir jetzt natürlich den Karabiner. Achso, ja, die haben wir schon. Wo geht's noch weiter? Ah, da, das können wir uns noch anschauen.
Sunrise, William R. Foreman. Was passiert hier? Die Sonne geht auf, seht ihr das? Wie es langsam weiß wird und weißer. Und jetzt ist es zu Ende. Das sind die Zigaretten, das ist meine Pistole, oder? Ja. Dann schauen wir mal weiter. Die ist nachgeladen, okay. Nicht, dass ich wieder so extrem beschissen nachladen muss. Da ist auch nichts. Where we cleans, where we weep. Ach du Scheiße, Krematorium. Das ist ein Krematorium. Dort werden tote Menschen verbrennt. Wo müssten wir denn eigentlich hin? Hier rein, okay. Kind, möchtest du mit mir beten? Ich tu mir weh. Bitte lassen Sie mich gehen. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Bisschen Leben wäre nicht schlecht, wenn das noch irgendwo liegen würde. Oh, da ist ein Voxophon. Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl. Ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Schauen wir mal, ob das Boot schwimmen anfängt. Nee, tut's nicht. Aber die Kerzen sind ausgegangen. Das ist doch schon mal was. Nee, wird nicht voller. Ich bin Dr. Paddy, Frau Elizabeth. Und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Witt hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Ich werde kommen, Elizabeth. Kommt doch alle, genau. Kommt alle, sammelt euch hier. Okay, so geht's ja relativ gut. Also, da muss ich mir wenigstens keine Sorgen machen wegen den Typen. Die haben immer noch nichts dabei, no. Das ist natürlich nie gut. Ich brauche mal Panzerfaust-Muni oder so. Was ist das? Munition für Pistole kann man auch nehmen, aber Pistole braucht man nicht. Salz braucht man natürlich immer. Da liegt doch irgendwo was. Hat mich das gerade so getäuscht? Okay, es hat mich getäuscht. Auch mich kann mal was täuschen. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat jetzt... Das war vernichten? Wenn wir die Prozedur ändern, könnten wir sie... Es wäre sicherer für uns alle. Es würde wie ein Unfall wirken. Es würde wie ein Unfall wirken. Nee, er macht nichts mit Elizabeth. Nur damit das klar ist. Da so, Soda. Okay.
Okay, okay. Alles ist gut, alles wird gut. Okay, jetzt muss ich da schnell vorbei. Wo muss ich denn hin eigentlich? Hier lang? Dann schauen wir in die andere Richtung. Woo! Weil da ist Salz, da ist ein Medikit. Das Kind ist bereit. Es ist Zeit. Hoffe, selbst wenn wir sie heilen. Warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat... Was hat deine Tochter? Was wollte ich nehmen? Bock in der Bronco. Scheiße, das Teil hat, trifft mich die ganze Zeit. Okay. Morgen ist ja deine Operation. Also ist was. Du hoffst immer noch, dass du mitkommst und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate? 6 Monate. Hallo Leute. So, kommt ihr da auch rein? Euch auch nochmal. So, jetzt wird's knapp mit der Panzerfaustmuni. Das hätte ich anfangs irgendwie klüger regeln sollen, aber habe ich ja nicht. Die Schrotflinte. Was gibt's sonst noch so? Oh, neues Geschenkchen. Gesundheit für Salze. Wenn du keine Salze mehr hast, nutzt die Gesundheit um die Kräfte. Also verwenden werde ich das eher nicht. Gefällt mir halt nicht so wirklich. Wieder ein Voxophon von Bringen Sie Elisabeth. Uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Da hinten ist wieder ein böses, böses... ...das wir natürlich in Besitz genommen haben jetzt. Wo müssten wir denn lang? Hier rein? Okay, dann schauen wir aber uns das zuerst an. Einst versprach ein Mann, mich von meinen Ketten zu befreien. Doch am Ende ließ er mich im... Ich glaube, die reden von mir. Doch in gewisser Weise bin ich ihm dankbar. Er machte mir klar, wie viel Vertrauen unsere Spezies verdient hat. Gott setzte auch einst Vertrauen in die Menschen. Es scheint, wir haben etwas gemeinsam. Die Enttäuschung. Ich liebte den Propheten nicht stets, flüchtete gar vor seiner Umarmung, leugnete, dass ich sein Fleisch bin, folgte einem Mann, der alles zu sein schien, was mein Vater nicht war. Aber das war ein falscher Hirte. Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Oh mein Gott. Es gibt, das ist so eine Zukunft, wo wir sie nicht versuchen zu retten oder so, oder? Oder täusche ich mich da vielleicht? Was ist da so drinnen?
Battleship Falls. Okay, wir sind ein Bildchen. Sicherheitscenter. Okay, Waffen liegen keine rum. Kann da nicht mal Panzerfaustmuni oder so rumliegen? So ganz, ganz zufällig. Wo müssen wir denn lang? Okay, wahrscheinlich genau in die andere Richtung. Oh! Nö, nö, du siehst uns schon gar nicht mehr. Ja, habe ich doch recht. So. Die Schrotflinte nehme ich nicht mit. Also... Ah, warum liegt da keine Panzerfaust? Und die Salze werden auch schon knapp. Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott. Und immer mehr an Lutes. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich gegangen war, konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Ich nehme das damit, da ich denke, dass wenn die Gegner nochmal kommen, dass ich da besser dran bin. Müsste ich eh da lang, ne? Dann schauen wir nochmal in die Richtung. Da sind Schlösser davor. Aber da ist Salz und das brauche ich dringend. Weil ich nehme dann den Teufelskuss statt der Panzerfaust sozusagen. Und da ist der Schalter. Keine Ahnung, was das ist. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen. Oh, Munition für Panzerfaust. Oh, weg mit der Schrotflinte. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. So. Jetzt habe ich wieder drei. Jahaha. Gefällt mir doch gleich viel besser. Rauf hier. Und jetzt benutzen wir das Ding. Hier. Aber ich durchsuche natürlich noch die anderen Schränke. Das Geld. Nichts. Benutze mir den Schalter. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Wow! Wow, du Schweinebastard! Ach du Scheiße! Meine Fresse! Maschinengewehr. Wow. Alter. Alter Schwede. Alter. Alter, wenn es euch erschreckt hat, kommentieren. Hallo. Also Lehm darf ich kein zählen. Das wäre als mehr als suboptimal und ich habe irgendwo noch Muni. Da ist noch ein
Dann nehmen wir halt den Karabiner nochmal. Ich will nur kein Leben verlieren. Boah, und ich habe Leben verloren. Und wie? Hier hat auch kein Maschinengewehr. Ah, keine Muni. Ich habe nur so viel Muni, wie mir natürlich das Maschinengewehr gibt. Und da noch was, was ich brauchen könnte eventuell? No. Aber meine Fresse, hat mich das Ding erschreckt. Da ist die... Was ist denn das? Was habe ich da denn Vergleichbares? Nee, das lass mal. Wo müssen wir denn hin? Ja, servus. Dich braucht man nicht. Scheiße, verfehlt und das kostet zu viel Muni. Ich muss da relativ schnell durch, bevor das nicht mehr zu mir hilft. Das Ding. Ich bräuchte jetzt eigentlich Salze. Irgendwoher. Irgendwoher. Ach du Scheiße, ich brauche wirklich ganz, ganz dringend Salze. Da ein paar Zigaretten. Entweder gibt er dann nach, oder er wird auf ein Nichts reduziert. Oh, das sind schöne Folterschränke. Da liegt nichts mehr. Sonst auch nichts. Doch, da ist wieder Salz. Ich muss da raus. Drück mir mal den Knopf, ich bin da einfach blind durchgefahren. Muss ich offen zugeben. Und das Ding ist jetzt offen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Finde Elisabeth. Elisabeth, halt durch! Was? Ein Riss? Was macht ihr denn da? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Jetzt sind sie wieder weg. Ja, ist ja klar. Wenn das Licht flackert, sind sie ganz schnell weg. Wie du siehst, Booker, leiten die Irren das Irrenhaus. Scheiße, das ist sie gar nicht. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elisabeth, ich verstehe nicht. Ich habe dich schreien hören, ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Nee. Na gut. Sie ist alt. Ach du heilige Scheiße. Wird den Thron besteigen und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock.
Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Heilige Kacke. Und hier sage ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich sage danke fürs Zusehen. Es wird immer spannender und spannender, was denn jetzt da wirklich passiert ist. Ich sage danke fürs Zusehen nochmal. Bis zum nächsten Mal bei Bioshock Infinite mit mir, dem Partial LP. Tschüss, Leute.